Ja, hallo liebe Radelfreunde, heute mal von einer ganz neuen Stelle. Ich bin hier in einen Park gefahren, der ist direkt neben der Packstation, wo ich gerade dieses Paket abgeholt habe. Und ja, ihr sollt live dabei sein beim Unboxing, meinem ersten. Worum geht's? Dieses Paket habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma Insta360 und ich bin da sehr dankbar drüber. Und ja, mit Insta360 habe ich schon seit der One X mich mit 360-Grad-Bildern beschäftigt, habe da auch einige Videos zugemacht oder mitgemacht, aber die Qualität ließ ein bisschen zu wünschen übrig. Deshalb war die relativ schnell ad acta. Dann habe ich mir etwas später die Insta One X2 zugelegt und die hat schon etwas bessere Bilder gemacht. Begeistert war ich von diesem runden Display. Es gab danach noch die Insta360 X3, so. Die hatte dann schon einen quadratischen Monitor und das hat es aber für mich jetzt nicht wirklich getan. Ansonsten waren die Leistungsmerkmale die Unterschiede zu gering, dass ich da das Upgrade gemacht habe. Jetzt hier in dem Paket, da schlummert eine neue Variante, nämlich die X4. Und die packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Wenn mich hier das Insektengetier das in Ruhe machen lässt. So. Ich bin gespannt wie Bolle. Ich habe hier auch noch nicht einen Hauch von reingeguckt. Wow! Da ist richtig viel drin. Fangen wir mal an. Das hier ist die Insta360 X4. Die kann 8K und 360 Grad, wobei das relativ ist, weil es sind ja zwei Kameras und das Bild wird gestitcht. Durchs Reframing wird es dann etwas weniger, aber ich denke, die Qualität wird besser sein als bei der X3, weil die konnte insgesamt nur 4,7K und das war dann oder 5,7 und das war dann reduziert weit weniger. So sieht es gutes Stück aus. Cool. Was haben wir noch? Die Firma S360 hat, Insta hat mich ja einen Katalog bestellen lassen und ich denke, so wie es ausschaut, auch alles geliefert. Das ist ein sogenannter Utility Frame. Da kann man zusätzliche Sachen wie eine Lampe oder sowas anschließen. Ja, mega geil. Ich stell das mal so rum, dann könnt ihr es hier sehen. Das ist die Heavy Duty Clamp, die kommt normal mit der Motorrad-Kombo und ja, ich vertraue diesen Teilen etwas mehr als den üblichen Fahrradhalterungen, die sich mit der Zeit alle immer irgendwie losrappeln und dann ja eher für Verdruss sorgen. Also ich bin gespannt. Eine Lens Cap, da ja die Linsen der Insta360 etwas herausstehen, ist natürlich so eine Linsenkappe extrem wertvoll, um diese zu schützen. Weil gehen die kaputt, die kann man nicht tauschen, wie bei hier der DJI oder bei anderen Kameras, bei der GoPro. Man muss die ganze Kamera einschicken und dann wird es ein teures Vergnügen. Das hier sind zwei Windschützer, die halt dafür sorgen, dass die Windgeräusche reduziert werden. Auch das macht Sinn. Zwei Speicherkarten, 8K sind speicherhungrig, einmal 256 und einmal 512 Gigabyte.
wo wir gerade beim Schützen waren. Hier haben wir den Screen Protector, der natürlich auch wichtig ist, damit es keine unschönen hässlichen Kratzer gibt. Das hier ist ein Mic-Adapter, der erlaubt es, ein externes Mikrofon anzuschließen via Kabel. Und ja, auch das möchte ich dann versuchen, wobei ich mittlerweile weiß, dass man die DJI-Mic, die ich hier verwende, auch damit direkt koppeln kann. Ich hatte anfangs mal ein Video gesehen, wo man das bei jedem Einschalten wieder neu koppeln musste. Das hätte mich genervt, deshalb halt diese Adapter. Und dann hätte ich den Empfänger dran gemacht und da wäre das mit der Kopplung wesentlich einfacher gewesen. Es soll aber mittlerweile anders sein. Schauen wir mal. Einen Quick Reader. Hier kann man eine externe SD-Karte nochmal anschließen und auch eine Verbindung zu einem Gerät, Computer oder sowas herstellen oder Handy. Handy. Da ist ein Lightning-Anschluss und ja, mal schauen, wie das dann funktioniert, ob ich dann meine aufgenommenen Videos schneller aufs Handy kriege zum Bearbeiten. Ein Fast Charging Hub für 3 Akkus, extrem wichtig, weil ohne Saft geht nichts und gerade auf Radreisen, da braucht man immer Strom. Premium Lens Guards, das sind die Premium Linsenschützer und ja, die werde ich auf jeden Fall verwenden, weil ich möchte von der Kamera möglichst lange was haben. Hier haben wir den Selfie Stick und ja, den werde ich auf jeden Fall auch benutzen. Das hier ist eine niegelnagelneue Halterung fürs Fahrrad, die an dem Head Mount vorne befestigt wird. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie diese sich da machen wird. Man kann auch direkt seinen Radcomputer damit verbinden, was für mich ganz gut ist. Hier unten die Halterung ist eher sekundär für mich von Bedeutung, weil da hängt ja meine Fahrradtasche. Also da könnte ich gar nichts mit reißen, aber hier oben das. Und da bin ich sehr gespannt, ob ich die bei mir so ohne Probleme installieren kann. Werde ich auf jeden Fall auch dann zeigen, wenn es soweit ist und ein entsprechendes Video dazu machen. Und last but not least, eine Batterie, also sprich ein Akku. Das ist eine ganze Menge und ich bin wirklich der Firma Insta total dankbar, dass ich das alles für sie ausprobieren und testen darf. Das wird nicht alles in einem Video passieren. Ich werde das sukzessive Stück für Stück ja auch erstmal erlernen müssen, den Umgang damit. Aber dann die Sachen auch natürlich dann zeigen. Auch mal in kurzen Videos nur das entsprechende einzelne Teil, wie zum Beispiel den Mic-Adapter oder dieses Gerät mit der SD-Karte, um die Daten aufs Handy zu spielen. Das werden auf jeden Fall separate Videos werden, genauso wie diese neue Fahrradhalterung. Ja, die begeistert halt. Aber ich habe auch noch einige Sachen selber angeschafft. Und zwar, als ich erfahren habe, dass Insta mit mir diese Kooperation eingehen möchte. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Das ist zunächst einmal der Selfie Stick Ring Mount. Den kann man auch an diesen Fahrradadapter anschließen. Und dann kann man einen Selfie-Stick einklemmen und dann auch in der Neigung und so weiter verstellen. Da verspreche ich mir einiges von, aber man kann den natürlich auch an anderen Stellen und an andere Mounts anbringen, um so den Selfie-Stick am Rad zu befestigen. Das fand ich für mich recht spannend, wollte ich haben. Dann mit einem Akku kommt man nicht weit. Ich habe mir 2 zusätzliche Akkus original von Insta geholt. Ich benutze nur Original-Akkus des Herstellers, keine Fremdakkus grundsätzlich nicht. Und hier habe ich ein Ladecase, das fand ich recht gut, weil dieses Dreifachladegerät ist definitiv was ich zu Hause benutzen werde. Das habe ich für die X2 schon
Und da muss ich immer ein Gummi drum machen auf Reisen, weil die Akkus sich schon mal verselbstständigt haben. Und hier sind zwei Akkus drin, einer an der Kamera, heißt drei Stück habe ich dabei. Es gibt eine Anzeige über den Ladezustand und das ist auch gleichzeitig ein Quick Charger. Und ich kann hier auch die Speicherkarten dazu unterbringen. Also das finde ich recht gelungen. Da bin ich, verspreche mir extrem viel von und werde das entsprechend auch ausprobieren. Dieses Charging-Tool, ja, stelle ich euch auch nochmal separat vor. Und dann, last but not least, die habe ich mir bei Amazon im Warehouse geschossen für weit weniger als den Originalpreis. Und zwar ist das die Fernbedienung, mit der man die Insta dann letztendlich komplett fernbedienen kann. Und auf dem Screen kann ich dann auch das Bild sehen. Das macht es ganz gut, wenn ich die am Fahrradlenker habe und die Kamera ist mal hinten oder sie steht für eine Vorbeifahrszene einfach irgendwo anders. Dann habe ich eine Möglichkeit, also das Bild zu kontrollieren. Das soll auf 20 Metern ungefähr eine gute Verbindung geben. Also ich gehe mal davon aus, 10, 15, 18 Meter. Das sollte auf jeden Fall immer hinhauen. Dann fährt man dran vorbei, hat eine schöne Szene. Stoppt die Kamera und fertig. Gleichzeitig zeichnet die auch GPS-Daten auf und sie kann, darüber kann man auch irgendwie die Daten von seinem Garmin irgendwie da reinbringen, so dass man auch die GPS-Daten in dem File der X4 hat. Das werde ich auch irgendwann mal ausprobieren. Das ist zum Beispiel für Rad am Ring, finde ich das total spannend, wenn man dann die gesamte Strecke dann auch letztendlich sieht. Ansonsten, klar, gibt es viele Anwendungsfälle, wo man das benutzen kann. Aber ja, schauen wir mal, wo ich das dann so einsetzen werde. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, eben kurz zu sehen, was ich hier bekommen habe. Ja, nochmal, das ist mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Ich bin der Firma Insta360 total dankbar, weil das ist eigentlich erst die zweite Kooperation, die ich nach 00 Robotics mit der Hover RX 1, mit dem Vorgänger, also sprich nicht der aktuellen, die jetzt neu rausgekommen ist, mit der Pro Max, eingegangen bin. Und ja, viel mehr mache ich da auch wirklich nicht an Kooperationen. Also diese beiden Firmen, die liegen mir am Herzen, weil ich es wollte, nicht weil die es wollten. Ich bin auch frei in dem, was ich sage und über diese Sachen. Ich werde es also ernsthaft und so testen, wie ich es auch mit jeder gekauften Kamera machen würde. Weil das schulde ich mir selber und das ist für mich persönlich wichtig, dass ich mir anschließend auch noch in den Spiegel gucken kann, wenn ich euch was empfohlen habe und das der absolute Bockmist ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, weil ich Insta schon kenne, halt von der ersten und auch von der X2, von der X1 und von der X2, dass ich hier keinen Mist habe. Und ja, ich habe eine ganze Menge Radlerbekannte, den Thorsten, den Peter, den Svobo und viele, viele mehr, E-Bike Basti, die auch mittlerweile mit dieser Kamera filmen und mich eigentlich dazu gebracht haben, ja, mich mit Insta mal in Verbindung zu setzen und die Kooperation zu suchen. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Alles Weitere in späteren Videos. Ich werde mich jetzt die nächsten 14 Tage, wobei, wenn das Video erscheint, eher ein bisschen knapper, nämlich an dem gleichen Wochenende, damit vertraut machen. Und dann geht die mit zum Electric Devils Treffen nach Potsdam. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, dann werden einige Bilder mit dieser Kamera entstehen, aber es wird auch noch mal ein separates Video geben, wo ich die Kamera mit dem Zubehör mal am Rad teste und auf die Alltagstauglichkeit hin prüfe, ob das für mich was ist. Sonst schleppe ich sie hinterher ganz umsonst mit nach Berlin, wenn ich damit nicht klarkomme. Wäre blöd. Jo, dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Reinschauen. Und ja, aber ich kann euch tatsächlich doch noch was zeigen. Das gehört aber dann später in ein anderes Video, wird mich aber sicherlich auch nach Potsdam begleiten. Aber auch da muss ich erst lernen, richtig mit umzugehen. Und zwar habe ich hier ein Täschchen von der Firma Hover.
Übrigens selbst gekauft für richtig, richtig viel Geld. Und ja, was sich da drin verbirgt, das kommt in einem anderen Video. Aber dieses schließe ich jetzt mit Bildern davon. Also, Servus, Ade, Ciao, Moin und Tutzins, Glück auf, euer Harry. Jetzt hat die Hover die ganzen Kartons umgepustet. Hat schon ordentlich Power, das Teil. Da soll es gewesen sein.